Willkommen zurück zu American McGee's Alice. Beim letzten Mal sind wir hier in dem Labyrinth 2.0 angekommen und ich glaube, die nach ist die Rache des Labyrinths oder sowas. Ich bin jetzt schon sehr gespannt darauf, was hier raus wird. Ich habe keine Ahnung, ich speichere voll jetzt aber mal ab. Und ja, das wird bestimmt super. Es wird bestimmt mindestens einmal meinen Tod kosten. Aber wen kümmert's? Ist ja nur mein Tod. Nicht der von Alice, die tut nur so, als würde sie sterben. So, komm. Einmal hier hoch und da lang und das wird schon, glaube ich. Ich weiß zwar noch nicht, wo ich lang muss. Ich weiß noch nicht, was mich hier groß erwartet. Aber ich sehe schon, da will was sterben. Das kann ich dem Vieh gerne erfüllen, den Wunsch. Komm her! Siehst du wohl. Geht doch. Weil geht nicht, gibt's nicht. Also, manchmal gibt's das schon. Aber nicht jetzt. So. Hallo. Mit kleinen Gnome hier, die sich einem in den Weg stellen wollen hier. Ich glaube, es hackt. Ne, ich bin jetzt auch gerade wieder auf den Eisstab-Trip. Auch, ne, der Laserstab ist natürlich awesome. Aber der muss halt auch erstmal aufladen und alles und nachher schade ich mir nur mir selber, als dass ich da irgendwie was Produktives bei rumkriege. Das muss ja auch nicht sein, ne? Hallo. Hallo Dampf. Ah. Das haben wir gut überlegt hier. So, probieren wir nochmal. Ich soll mal drüber springen, ah, aber sie macht es auch nur gewöhnungsbedürftig hier. Okay. Ach du Scheiße. Das ist ein Labyrinth und keine Todesfalle. Anscheinend ist es beides. Aha. Hui. Wo bin ich hier? Was will ich hier? Ich habe keine Ahnung. Was geht hier ab? Da haben wir wieder so ein Vieh. Wir schon mal aus der Entfernung jetzt ein bisschen drauf heute. Ein Glück, dass da so viel Dampf ist, sonst wäre ich wahrscheinlich schon wieder tot. Das muss nicht sein. Ups. Messer 2, Messer. Es hält tatsächlich nur zwei Messer jetzt aus. Da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr gedacht. Von den kleinen Imps da. Von den Mini-Teufeln. Oh. Ich bin gar nicht da. Okay, vielleicht ein bisschen. Aber nur vielleicht und wenn, dann auch nur ein bisschen. Das ist wie ein bisschen schwanger sein. Warte mal. Nicht, dass da ein Geheimpfad ist. Okay. Hätte ja sein können. Aus welchen Gründen auch immer. Ich bin ein bisschen WoW geschädigt. Im WoW gibt es halt einen Strudel, so einen kleinen Geheimstrudel, da kann man halt reinspringen. Hast halt da nochmal so einen kleinen Geheimpfad und so. Aber hier nicht. Hätte sein können. Ne, so Strudelverstecke sind für mich persönlich schon so ein bisschen wie Verstecke hinterm Wasserfall. Die sind einfach immer und überall. Stirb! Stirb! Stirb nochmal! Okay, stirb richtig. Okay, gut. Ja, ich nehme schon den Stab. Hast mich überzeugt. Zum anderen laden wir auf und feuern! Wow. Ja, der Stab ist immer noch ultra heftig. Ne, vorausgesetzt, er trifft und ich sterbe nicht dadurch. Durch die Nutzung des Stabes. Bei der Macht des Stabes. I'm doomed. Einmal hoch hier für das Herz. Ich bin immer, ich höre von irgendwoher irgendwas. Aber ich sehe es nicht. Da! Und von irgendwoher kommt hier so ein Blitz. Oder auch nicht. Dachte, er würde mich noch irgendwas attackieren. Tut es aber nicht. Hm. Oh, du Kacke.
Das kann ja heiter werden. Ah! Oh, ja, nicht so. So wird das nicht heiter, so wird das eher ätzend. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hör auf, so. Da ist man ja dann doch manchmal froh, wenn man diverse Passagen geschafft hat und man kann dann speichern. Stirb! Okay, es hat tot. Es hat tot, gefällt mir immer sehr gut. Okay. Hep. Das mit dem Hep üben wir nochmal. Ich hätte gerne ein Hep mit ein bisschen mehr Pep. Komm hoch da. Warum willst du nicht so? Da war der Ruck nicht. Ne? Da konnte man noch nicht genug runter gucken. Deswegen muss ich nochmal neu ansetzen sozusagen. Aber nun gut. Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Wow. Oh. Ich dachte, ich könnte von dort aus dann nochmal wegspringen. Habe ich aber nicht geschafft in dem Fall. Warum? Weil ich es kann. Ich würde sagen, der Kopf ist weg. So ein bisschen. Hier nochmal und dann versuchen wir gleich hier geradeaus auf dem großen Zahnrad hier zu landen. Das klappt auch ganz gut. Heute hoch. Müsste eigentlich, ne? Ja, wenn sie das dann nehmen würde. Aber zur Not kann ich auch hier lang. Nein, kann ich nicht. Ich meine, zur Not kann ich auch hier lang. Nein, kann ich nicht. Ich meine, zur Not kann ich auch hier lang. Siehst du? Kann ich. Weil wer da runterfällt, ne, der muss schon ziemlich scheiße sein und so. So. Nächste Tür, neues Verderben. Es geht hier auch immer weiter nach oben. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Wahrscheinlich war der ursprüngliche Gedanke anders, dass man über das eine Zahnrad da hochgehen soll und dann hier raufgehen soll, um dann hier hinzukommen. Ich habe das mit dem einen Zahnrad vielleicht übersprungen. Vielleicht war es auch nicht so gedacht. Ich weiß es nicht. Soll ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, was sich Entwickler manchmal denken. Aber manchmal ist es ja in Spielen so, dass halt der Entwickler sich einen bestimmten Weg halt überlegt, den der Spieler gehen soll. Aufgrund des Level-Designs kann man da manchmal den Gedanken des Entwicklers dann übergehen, was der Entwickler dann beim Level-Design so manchmal so ein bisschen übersieht. Manchmal ist mir das so ein bisschen die Frage, wie der Entwickler das schafft, einige Dinge zu übersehen, aber manchmal sieht man es einfach nicht. Okay, ist das eine ganz tolle Guillotine, ja? Oh Gott. Berühren nicht tot, das ist schon mal schön. Tomb Raider wäre das tot. So. Ach du Scheiße. Oh. Mach's doch nicht so knapp, Leute. Macht's doch nicht so knapp. So, jetzt hier einfach nur hoch. Also einfach und nur. Ja, nee, ist klar. Das da unten ist, glaube ich, der Strudel, den wir vorher schon gesehen haben. Ja, super. Hier hänge ich ja jetzt gut. Warte, 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 warte. Hui! Okay. Das ist ein tolles Licht. Das auch. Und hier geht's weiter. Stirb! Nein, es ist noch nicht tot. Ich dachte, ich hab's tot geholt.
Ich meine eigentlich zweimal angehauen zu haben, aber... Naja, so kann man sich irren. Und hier ist super. Also das ist Sens Festung hier mit Abspeichern. Was? Was? Warum? Ich bin doch durchgegangen. Ach so. Sie dreht sich dann aber komplett um. Ja, ist ja natürlich nett. Deswegen war ich gerade verwirrt. Weil ich eigentlich dachte, ich hätte es durchgeschafft, aber nö. Ende Gelände. Ich wollte gerade nochmal speichern. Aber hier ist Ende Gelände. Hey. Machenschaften. Was für tolle Machenschaften haben wir hier? Stunden, Minuten, Sekunden umrunden. Mir ist schwindelig. Mehr erst. Das hier ist erinnert mich stark an manch ein Clock Tower Level aus Castlevania, wenn du dann halt auch über irgendwelche Zahnräder dann nach oben kommen sollst und dann runterfällst. Ja, ja, Castlevania. Ich mag Castlevania. Ist bestimmt noch nie mehr jemandem aufgefallen. Aber es ist so. Aber Clock Tower Level hasse ich. Weil ich irgendwie auch selbst schon immer so jemand war, der immer Zeit nie leiden konnte. Weil man hat ja prinzipiell immer zu wenig Zeit. Also, das war bei mir eigentlich schon wirklich immer so. Nicht nur durch Let's Plays oder sowas, sondern tatsächlich so, dass ich mir halt eigentlich dachte, ach, jetzt hätte ich mal, ne, hätte der Tag mal noch so und so viele Stunden mehr. Es war wirklich schon immer, soweit ich eigentlich zurückdenken kann. Also, meine ich, glaube ich. Sowohl in der Schulzeit, als auch sonst irgendwann. Ich kann irgendwie nie genug Zeit haben, wenn es an mir gehen würde. Ich hasse es manchmal halt so, durch Zeit gestresst zu sein. Wobei, auf der anderen Seite mag ich halt auch Stress. Es ist so ein Paradoxon an sich. Man stirbt gar nicht dauerhaft, okay. Ich glaube, hier kann man auch wirklich sehr viel Weg umgehen. Wenn ich jetzt hier das hier mache, dann sollte ich eigentlich theoretisch ein gutes Stückchen weiter nach oben gekommen sein, ohne dass ich da unten den Weg nehmen muss, verdammt. Weil sonst musst du wahrscheinlich von da aus, darüber, 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 darüber und von dort aus da auf das kleine Ding da hinten, darüber dann hier hin, um dann hier hinzukommen, wo ich jetzt bin. Das habe ich jetzt mal umgangen. Vorausgesetzt, ich falle hier nicht so runter. Aber bei diesen Zahnrädern hier kann man so unglaublich gut abrutschen, das glaubt er gar nicht. Vor allem dadurch, dass der Charakter in eine Bewegung gerät, hat er so ein gewisses Eigen... Geschwindigkeit und eigenen Winkel auch, indem er sich dann halt schneller bewegt und so. Und sowas. Es ist schwierig zu beschreiben für Leute, die halt das Spiel jetzt gerade nicht spielen und nicht verstehen vielleicht, wie ich das genau meine. Also halt jetzt, wenn ich mich jetzt hier in einer Bewegung befinde, der Charakter hat an sich eine gewisse Geschwindigkeit mehr als sonst und gerade hier auf den drehenden Zahnrädern. Du drehst dich automatisch beim Springen dann halt in eine gewisse Richtung, in die du gar nicht steuerst. Und das ist das kleine große Problem bei der ganzen Geschichte. Soll ich jetzt ernsthaft runter? Oder soll ich hier irgendwann hin? Ich weiß es noch nicht. Gehen wir erstmal hier runter. Oh Gott. So ist natürlich der Easy Way. Sonst müssen wir wahrscheinlich auf dem Zahnrad hier stehen bleiben und dann, ne? Gucken, was daraus wird. Ich will da hoch. Ach, da hätte ich dann lang gehen müssen. Okay.
Mal sehen, ob ich das noch schaffe. Ja. Sehr schön. Wow. Nein.